Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Bremer Haus-Tutorials. Und zwar setzen wir uns heute einmal relativ schnell damit auseinander, wie man Geschosse anlegt und was es eigentlich mit den sogenannten Referenzhöhen auf sich hat. Und zwar verweise ich hier auch nochmal auf den offiziellen Vectorworks YouTube-Account. Der ist auch nochmal sehr, sehr hilfreich und geht das auch nochmal Step by Step durch. Ich werde das jetzt einmal hier Bezug nehmend auf das Bremer Haus einfach nur mal eben machen. Und zwar vorweg ein paar Infos, und zwar ein Geschoss besteht immer aus mindestens einer Konstruktionsebene und einer oder mehreren Referenzhöhen. Das sehen wir hier dann einmal später, wenn wir das angelegt haben. Das sind dann sozusagen den Konstruktionsebenen, finden wir dann hier auch die Geschossnamen und Geschosse wieder. Und die sogenannten Referenzhöhen sind halt Standardhöhen, wie zum Beispiel die Oberkante des Fertigbodens, Oberkante Rohboden oder auch Unterkante Rohboden. Und die Referenzhöhen sind immer relativ zur Geschosshöhe. Das heißt, sie passen sich mit Änderung der Geschosshöhe automatisch an. Und so können eben Bauteile, wie zum Beispiel Wände, mit den Geschossen verknüpft werden und eben an einer bestimmten Stelle festgelegt werden und ändern sich sozusagen. Also die Positionierung auf der Z-Achse ändert sich dann mit der Änderung des Geschosses. Und genau, jetzt zeige ich euch auch mal direkt, wie wir Geschosse mit den Referenzhöhen anlegen. Und zwar gehen wir dann hier einmal oben auf Extras, Organisation, und dann öffnet sich hier einmal so ein Dialogfenster und wir gehen einmal in Geschosse 3D, falls ihr da nicht sozusagen automatisch direkt reinspringt, und dann legen wir die auch direkt an. Ich empfehle euch für die erste Struktur, um so ein bisschen, sag ich jetzt mal, mit den Referenzhöhen und Geschossen und all diesen Begriffen so ein bisschen warm zu werden, erstmal nur als Referenzhöhentyp Oberkante Fertigboden auszuwählen. Ihr seht, man kann auch mehrere Referenztypen anwählen, aber wir nehmen jetzt einfach erstmal Oberkante Fertigboden, um so ein bisschen simpler in dem Dokument zu bleiben. Und wir nennen das Ganze jetzt erstmal Souterrain. Wie wir wissen, ist es so beim Bremer Haus, dass es eine sozusagen Gartenseite gibt und eine Straßenseite. Die auf der Straßenseite ist ein höheres Niveau als auf der Gartenseite. Und im Souterrain ist eben unsere Geschossbasishöhe bei minus 1,35. Woher ich die Höhen habe, die ich jetzt sozusagen eingebe, das ist aus einem eigenen Projekt, wo wir mein Bremer Haus bearbeitet haben. Und diese Höhen haben sich ergeben. Deswegen gebe ich die jetzt einmal hier ein. Genau, wie gesagt, minus 1,35 die Oberkante des Fertigbodens beim Souterrain. Ich sage okay. Wir sehen, hier hat sich in dieser Zeichnung etwas angelegt. Das nächste, was wir jetzt angeben, ist das Hochparterre. Das Hochparterre war in meinem Fall 1,35. Wir schauen wieder, erstmal ist eine Oberkante Fertigboden eingestellt. Ich sage wieder okay. Das nächste ist dann das erste Obergeschoss. Das lag bei 4,35. Ich bestätige wieder mit okay. Und ich hatte auch noch ein zweites Obergeschoss. Und da hat Vectorworks das jetzt schon verstanden, in welchen Schritten ich gehe. Und das ist 7,35. Und ich sage wieder okay. Wir sehen, die Zeichnung hier ändert sich sozusagen mit dem, was ich jetzt gerade eingegeben habe. Und wir sagen okay. Und wir sehen, hier haben sich in den Konstruktionsebenen hat sich etwas getan. Und zwar wurden jetzt hier einmal die ganzen Geschosse angelegt. Diese letzte Konstruktionsebene ist von Vectorworks selbst. Die kann ich einmal löschen mit bestätigen ja. Genau. Jetzt haben wir erstmal die Geschosse angelegt, und wie es dann mit den Wänden weitergeht und den Türen und dem restlichen Konstruieren, das erkläre ich euch dann im nächsten Video.